Brauche ich ein spanisches Bankkonto, wenn ich eine Immobilie in Spanien kaufen möchte? Die Antwort kommt gleich. Die Antwort auf diese Frage lautet Jein. Es tut mir leid. Wenn du jetzt damit gerechnet hast, dass ich dir eine klare Antwort geben kann, ist dem leider nicht so. Und zwar aus folgendem Grund. Denn grundsätzlich für den Kauf einer Wohnung, eines Hauses, einer Immobilie grundsätzlich in Spanien, brauchst du eigentlich kein spanisches Bankkonto. Ja? Aber du brauchst es, um später den Kaufpreis zu bezahlen. Denn in Spanien ist es immer noch so, dass der Kaufpreis per bestätigtem Bankscheck bezahlt wird. Und der Bankscheck muss von einer spanischen Bank ausgestellt sein. Es gibt Ausnahmefälle, wo der Verkäufer auch einem ausländischen Scheck zustimmt, aber in der Regel ist es ein spanischer Bankscheck, der gebraucht wird, weil der dann eben vom Verkäufer ohne Probleme und ohne Kosten eingelöst werden kann. Denn um diesen spanischen Bankscheck zu bekommen, brauchst du zwingendermaßen ein spanisches Bankkonto. Dieses Konto kannst du dann natürlich danach, nach dem Kauf noch verwenden, um dort eben per Lastschrift die ganzen Rechnungen für Versorger wie Strom, Wasser, Internet, Gas etc. einziehen zu lassen, aber ist theoretisch auch nicht notwendig, weil du später auch dieses Einzugsverfahren auch über ein europäisches Bankkonto, also aus Deutschland zum Beispiel, machen kannst, per Lastschrift. Das geht mittlerweile auch über SEPA-Mandat. Ja? Aber wie gesagt, um den Kaufpreis zu bezahlen per Bankscheck, brauchst du ein spanisches Bankkonto. Eine andere Option, den Kaufpreis zu bezahlen, wäre per Banküberweisung, aber hier genügt es nicht, dass es eine normale Banküberweisung ist, sondern über die spanische Zentralbank erfolgt. Nämlich so ist sichergestellt, dass innerhalb wenigen Minuten das Geld sofort auf dem Konto des Verkäufers ist. Und eben das kriegst du halt auch wieder nur über ein spanisches Bankkonto. Also letztendlich kommst du dann eher nicht drumherum. Aber das ist egal, denn wenn du mit mir zusammenarbeitest und das Komplettpaket buchst, das rundum sorglos Paket, bei dem ich dich begleite von Anfang bis Ende beim Immobilienkauf, kümmere ich mich um die Eröffnung eines solchen Bankkontos für dich. Das ist nämlich nicht immer so einfach, wenn man nicht Residenter in Spanien ist, also weiterhin im Heimatland steuerlich ansässig ist, ist man nicht Resident in Spanien. Und da machen viele Banken manchmal Probleme, ein Konto zu eröffnen. Ich hingegen habe die Möglichkeit, das für dich zu tun. Zeige dir dann die Schritte, die du machen musst, um genau dieses Bankkonto zu bekommen und dann später ganz entspannt zum Notartermin gehen zu können mit dem Scheck in der Hand und den Restkaufpreis zu bezahlen. Also, wenn du Unterstützung brauchst beim Immobilienkauf in Spanien, dann melde dich gleich zum kostenlosen Kennenlerngespräch an. Darin kannst du mir dein Vorhaben erläutern und ich prüfe vor allem auch im Vorfeld schon, ob du überhaupt die Kriterien schon erfüllst, um eine Immobilie sofort in Spanien zu kaufen oder ob dir vielleicht noch ein paar wichtige Dinge fehlen. Aber das zeige ich dir dann in unserem Gespräch. Ich freue mich auf dich.